Warum hat Titus aus Space Marine 2 eigentlich Metall in seinem Kopf? Das Ganze ist ein Ehrenabzeichen im Imperium der Menschheit. Diese metallischen Bolzen, die sich auf der Stirn eines Space Marines befinden, erzählen Geschichten von Tapferkeit, Hingabe und einem langen Dienst im Namen des Imperators. Das Ganze sind Dienstbolzen oder auch Service Studs im Original und sind ein faszinierendes Merkmal bei einigen Space Marines. Jeder Bolzen repräsentiert eine Anzahl von Jahren im Dienst des Ordens. Dabei ist die Anzahl und die Farbe der Bolzen entscheidend. In vielen Orden wie den Dark Angels steht ein silberner Bolzen für 50 Jahre, während ein goldener, wie Titus sie trägt, für ein ganzes Jahrhundert steht. Wieder andere Orden, wie zum Beispiel die Soul Drinkers, nutzen auch mal gerne andere Materialien, wie zum Beispiel Ebenholz für diese Bolzen. Allerdings ist die Version der Dark Angels deutlich verbreiteter. Titus von den Ultramarines trägt 4 goldene Bolzen auf seiner Stirn. Jeder dieser Bolzen steht also für 100 Jahre des unermüdlichen Kampfes und der loyalen Dienste. Mit seinen insgesamt 400 Jahren im Dienst ist Titus ein lebendes Monument imperialer Standhaftigkeit. Doch diese Bolzen sind mehr als nur Schmuck. Sie sind eine physische Manifestation des unermüdlichen Kampfes gegen die Feinde der Menschheit. Was für Schrecken diese Bolzen wohl schon alles erlebt haben. Jahrhunderte blutiger Schlachten gegen Tyranniden, Orks, die Horden des Chaos und vieles, vieles mehr. Die bloße Präsenz eines solchen Space Marines strahlt Autorität, Erfahrung und eine ehrfurchtgebietende Aura aus. Für jüngere Marines ist Titus nicht nur ein Vorgesetzter, sondern eine lebende Legende. Doch obwohl diese Dienstbolzen eine stolze Tradition sind, hat sich die Praxis in einigen Orden zurückentwickelt. Sie wird immer seltener, da viele Orden beginnen, andere Wege zu finden, um die Verdienste ihrer Krieger zu ehren. Dennoch, für Space Marines wie Titus bleibt die Ehre dieser Bolzen unantastbar. Sie erinnern an die Opfer, die im Namen des Imperators gebracht wurden und verkörpern eine Loyalität, die über Generationen hinausreicht. Im Laufe der Zeit wird ein Space Marines, der mit Dienstbolzen geschmückt ist, zu einer Verkörperung des ewigen Krieges. Diese Bolzen, egal ob silber, golden oder aus Ebenholz, bleiben ein unverwechselbares Zeichen der imperialen Hingabe und des endlosen Krieges, der niemals endet. Ich hoffe, dieses kurze Video hat dir gefallen und ja, falls die ersten Kommentare kommen, es ist inspiriert von Lore Tours. Credits und Shoutout geht raus an der Stelle. Lass dem Video gerne ein Like da und abonnier den Kanal, wenn du mehr über die Welt von Warhammer 40k erfahren möchtest. Der Imperator beschützt.